So, mal schauen. Hier rum, da sind noch zwei Stellen. Ja, noch ein kleines Stück nach links, jetzt vielleicht. Ja, das war schon ein bisschen zu weit wieder. Jetzt hoch. Zweimal Lapras, okay. Echo. Kanone. Wolke, Bruder. Der rechte ist bestimmt kaputt, weil Echo auch so viel Schaden macht. Ja. Den können wir dann gleich noch mit Spike weghauen und dann ist alles frisch. 300 KP halten haben sie schon mindestens, also das ist schon ordentlich. Und EP bringen sie eigentlich auch ganz gut. 975 Punkte, das ist schon viel, finde ich. Mann, macht doch die Gyms, danke. So, da ist der Spot. Gruppe von Delfinen. Naja, man, jetzt finde doch das, was du finden sollst. Irgendwas wird hier doch sein. Stimmt wieder nur Wasser. Ja, Wasser auch. Stimmt wieder nur Münzen oder so. Piratenflagge ist doch egal. Münzen, ja, was war so klar. Okay, einen haben wir noch. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Oder so. Echo. Kanone. Wolke, Brodem. Ich frage mich, was dieses rote Lapras droppen kann. Ob der auch wieder einen coolen, also ob der auch einen Ring droppt? Wenn ja, ist der bestimmt cooler als dieser Entgiftungsring. Wasseratem. Können wir eigentlich bald mal Blüte machen? Ein bisschen Falschgeld produzieren. Nicht, dass er jetzt noch drankommen würde, aber beim nächsten Kampf halt. Ja, ist ja egal. So, weg ist er. Und wir sind aufgestiegen. Ja, echt, es wird Zeit, dass wir die alten Leute kriegen. Mal schauen, hauptsächlich nach rechts, okay. Hauptsächlich nach rechts. Ja, da sind wir. Ja, war nur das Sonnen. Ich gebe dir gleich Sonnendicht. Rotziger Stab, sehr schön, das ist doch was. Hier ist sonst nichts weiter. Ich glaube, wir fahren links rum wieder zurück, oder? Ja. Wir fahren links rum zurück. Okay, du machst Blüte. Du machst Angriff, keine Ahnung. Auch? Oder? Vielleicht ist die Hydra ja noch nicht kaputt. Das wäre ja möglich. Die ist kaputt, okay. Okay, wo sind wir jetzt? Wir müssen noch weiter nach links, alles klar. Jetzt? Ja, fast. Ein kleines Stück noch, genau. So, wir müssen jetzt bestimmt, ja genau, auch bald wieder nach rechts. Hydra und Schilddrache. Echo, Kanone. Wolke. Oder. Dann kriegen wir wieder doppelte EP für den Roten. Ich glaube, es sind doppelte oder sind es 50% mehr? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es ja auch gut. Dann haben wir gleich, abgesehen von einem Spot, alle Spots abgegrast. Nach schmiedbaren Materialien. Da sind ja öfter mal die rostigen Geschichten drin. Und schauen wir gleich, was da drin ist. Rostigen Stab haben wir auf jeden Fall von ganz oben. Bin gespannt, was das wird. Ich habe mich nicht um die. Nee. Na gut, dann ist das so. Stahl. Auf ihn? Hm. Die hat gar keine. Hat sie nicht mehr. Okay, Kanone. Stahl auf den rechten habe ich gemacht, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Wolke auch nicht. Dann machen wir Blitz und Guss. Okay, jetzt ist keiner tot. Nehmen wir mal die doppelte EP für die Hydra mit, ich würde schon sagen, oder? Blüte. Kanone. Und da, ich weiß, Angriff reicht ja eigentlich. Boom. Gegengift. Okay, das wird dann mit Sicherheit von der Hydra kommen.
ist immer noch die Frage, was dieses rote Lapras für Arme abwirft. Echo? Nee, Moment, Blüte. Kanone? Nein, nicht Odem. Na, mach mal ruhig Fauch. Du kannst einfach mal Frische machen. Damit er ein bisschen frisch... Okay, ich habe echt gedacht, das reicht für den Typen. Felix hat den ja auch gewonnen. Gut, er macht ein bisschen mehr Schaden, aber trotzdem. Dann verwandelt Spike ihn jetzt halt gleich zur Asche. Das geht ja auch. Zack. Bumm. Jin, genau. Jin, so, ist ja schön. Wir mussten hier durch zurück. Okay, alles klar. Und wir wollen zu diesem Spot hier. Fast nur runter. Immer mal ein Stück nach rechts. Schilddrachen. Echo. Kanone. Wolke. Brot. Und das passt ja ganz gut so. Dann haben wir für einen immer die doppelte EP. Läuft. Ausgewichen. Komm doch mal, Blüte, was soll's. Kommst zwar nicht dran, aber egal. Ich hätte jetzt gerne mal ein Item von euch. Nö. Wollen Sie nicht rausrücken? Ein kleines Stück noch nach rechts. So vielleicht. Ja, ein kleines Stück noch. Jawohl. So, ich hätte gern, was auch immer hier im Wasser lauert. Wartet. Der Kahn schaukelt. Mir doch egal, was Oliver Kahn macht. Soll er halt schaukeln gehen. Das hat doch nichts mit mir zu tun oder mit uns oder mit dem Finden von Schätzen. Komm, jetzt mach aber auch. Naja, die wird Urk. Ich geb dir gleich Urk. Echo? Ohne. Nee, nicht Fauchwolke. Odem. sechs Schaden ist schon ordentlich. Versuch's nochmal mit Blüte, was weiß ich denn. Asche. Kommt ja sowieso nicht dran. Ich mach lieber erstmal die Jins. Einsatzbereit. Mann. Finde doch mal was. Münzen. Es war mir so klar, dass es hier nur Münzen gibt. Okay, nehmen wir den unten als nächstes. Ja, perfekt. Einfach nur runter. Ich sagte runter. Güte. Kanone auf. Die sind beide Jupiter, ne? Meine ich. Zack. V. Du, keine Ahnung, Verteidigung. Ist ja Wumpe. Der ist sowieso kaputt. Hier, da sehen wir die Wasserstelle auch schon. Ja, ist mir egal, was der Kahn macht. Soll er halt wieder Torwart spielen, ist mir auch Rille. Hier, unser Inventar ist voll, habe ich gerade gesehen. Verdammt. Mann, ich finde nichts. Unheimlicher Schatten, ja. Bin mir sicher, dass man zumindest Münzen immer in so einem Ding findet. Irgendwas ist bestimmt in jedem. Ich meine, die ersten damals habe ich halt nicht gründlich abgesucht, sage ich mal. Ich habe nur mal kurz geschaut, ist da was? Ja, vielleicht auch nicht. Findet hier einfach nichts. Letzter Versuch noch.
Also bis wir rechts angekommen sind. Münzen, okay, ja, oh Mann. Alles klar, als nächstes. Den. Ein Stück hoch dafür. Ja, Jenna haut den nicht alleine kaputt. Im Grunde. Was? Weiß auch nicht. Eigentlich. Blüte. Kanone. Wolke, Brot. Und dann kriegen wir wenigstens für den einen da. Doppelte EP. Weil der nicht ganz kaputt ist. Hydrohieb. Okay. Keine Ahnung, Stahl. Asche. Und das war's dann auch. Bumm. Haben wir schon mal irgendwas von dem Gilman bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Ein Stück hoch und ein Stück rechts. Tja. Diesmal hätte ich gern ein bisschen früher das, was hier drin schlimmert. Gib mir das. Gib mir das. Schatten, ja, ja. Komm schon, finde doch was, Mann. Münzen. 4 Münzen, wow. Es wird immer weniger. Ich glaub's ja nicht. Keine Ahnung, Angriff. Oben weg ist er. Ja, das sieht gut aus. Jo. Delfine, ja, die sind mir doch egal. Mach Suppe draus oder so. Ich will nur das, was hier drin liegt. Und wahrscheinlich wieder nur Münzen. Münzen, ja, es war so 18, wow. Das sind wirklich keine Summen, die mich irgendwie umhauen. Oh, 3, ja komm, was soll's. Echo, Kanone. Wolke. Brodem. Ja, im Grunde egal, ob wir bei dem Wolke nehmen oder ob wir Fauch nehmen. Der ist ja kaputt. Eigentlich hätte ich Stahl machen sollen. Naja, egal. Hab ich nicht dran gedacht. Okay, wir sind kurz davor. Da. Piratenflagge, ja. Sind wir bei One Piece oder was? Rostige Schwert. Das ist doch schön. Okay. Haben wir zumindest 2 rostige Teile gekriegt. Die beiden Spots hier suchen wir noch ab. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern. Viralmuschis, was wollt ihr denn? Stahl auf den da. Kanone auf den da. Und ihr beide geht auf den da. Dürfte Felix auch bald wieder voll sein. Hier kann er nicht mehr... Genau, er ist ganz voll. Schön. 700 Punkte. Okay, die geben doch viel EP. Halten nur nicht viel aus. Jenna steigt auf. Lernt aber nichts dazu. So, mal schauen. Hoch und links. Alles klar. Kriege ich hin. Da. Ist vorbeigeschippert. Kriege ich hin, sagt er. Und rauscht dran vorbei. Komm schon. Es soll so schnell gehen wie eben bei dem rostigen Schwert. Ich meine, gut, der Zeitpunkt ist schon überschritten, aber... Neuer Versuch. Naja, der Kahn schaukelt, ey. Ich schaukel dich gleich auch mal. Meine Güte. Ja, ja, du hast einen Schatten, ich weiß. Aber ich glaube, wenn es irgendwas Rostiges wäre, hätten wir schon längst gekriegt. Da ist bestimmt die Hitbox ein bisschen größer.
als nur für Münzen. Ja, ich weiß, er schaukelt. Licht, ey. Okay, gleich habe ich keinen Bock mehr auf diesen Spot. Denn ich bin mir sicher, hier werden nur, wenn hier was drin ist, Münzen drin. Okay, gehen wir weiter. Hoch und rechts. Jo. Viele Gegner. Echo? Keine Ahnung auf den. Kanone. Wolke. Nee, Moment. Du musst den kaputt machen. Rodem. Fast vergessen, für den komischen Vogel da die EP mitzunehmen. So, weg mit euch. 1000 Punkte, das ist doch nett. Okay, ein Stück rechts und hoch. Hier. Haben wir was? Ja, der Schatten. Du hast einen Schatten. Münzen, okay. Ja, in dem da drunter sind bestimmt auch nur Münzen. Moment. Ach, wir müssen da lang, verdammt. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt hier hoch und kommen dann wieder zurück. Nee, ich habe mich in der Bucht geirrt. Ups. Auf die habe ich jetzt keinen Bock, was soll's. Ich weiß nämlich gerade nicht, ob ich mich um die Jeans gekümmert habe. Ich, okay, alles klar. Hydra und Schilddrache. Keine Ahnung, Echo. Kanone. Wolke. Rodem. Ich würde sagen, nach dem Kampf, ich meine, ihr wisst alle, wo Yalam ist, sehen wir uns ja vorm Schmied in Yalam wieder. Dann schneide ich den Weg bis dahin weg. Ihr kennt ihn ja alle, den brauche ich jetzt nicht nochmal zeigen. Die Kämpfe bis dahin werde ich auch nicht bestreiten. Ich werde einfach flüchten. Dann ist gut. Kommen ja sowieso nur Müllgegner, also was soll's. Gibt's was? Ein Level up. Und noch eins. Aber keine gelernten Angriffe. Okay, wir sehen uns gleich beim Schmied. Sehr schön, da sind wir. Ja, zauber uns was Besonderes, genau. Die Drachenschuppe zum Schluss. Erstmal die beiden rotzigen Sachen. Hier, rotziger Stab. Genau. Ja, ich will, dass er strahlt. Mach mal. Lauf ein bisschen schneller, danke. Gehen wir mal mit Eifer wieder hier raus und wieder rein. Schon ganz hibbelig, bin gespannt, was dabei rauskommt. Vor allem bei dem Schwert. Bin wieder nur Müll, aber man weiß es ja nicht. Jo, geht klar. Das sieht aber schick aus. Goblinstab. Okay. Scheiß Name, aber sieht cool aus. Entfesselt Sargasso. Mal schauen. Oh ja, ja, schön. Und auch schön. Cool. Wir schauen gleich. Wir machen erstmal kurz das Schwert hier flott. Danach verticken wir mal. Wir brauchen echt Platz hier im Inventar. Bisschen Schmalz, ja. Heftig mit deinem Ohrenschmalz. Schmierst du dir bestimmt auf dein Schmalzbrot. Bah. Jetzt geht doch mal aus dem Weg hier, ihr Heinis, ey. Furchtbar mit euch. Okay, lass mal sehen, was du da so gemacht hast. Schwert auf jeden Fall, Piratensäbel. Das war ein Kapitänssäbel, was wir vorhatten, ne? Entfesselt Scorpiofisch. Okay, kann Jenna tragen. Die anderen beiden schwächt es, dann ist es ganz klar, wer das kriegt, aber... Moment, der Zephyr des Wandels ist eigentlich ganz cool. Scorpiofisch. Egal, wir legen es mal an. Wir schauen uns das mal an dann. Axt der Macht. Nee, die können wir verkaufen. Die Dornkrone auch. Wir verkaufen erstmal. Dann bleibt ihr eigentlich auch nur noch für Cosma der Stab, ne? Der Stab. Ja, das Schwert ist sogar stärker als der Stab. Cool. Ja, bitte. Nein, nicht kaufen, verkaufen. So, das hier kommt auf jeden Fall weg. Ja. Das auch.
Ja. Das fulminante Ding auch. Ja, weg damit. Schau, und das wäre 900 wert. Arm der Hestia. Ja, wollten wir einmal aufbewahren. Haben wir da Sylphenrapier. Ja, es ist eigentlich ziemlich geil. Also dieser Entfestungseffekt halt einfach, der ist so krass. Deswegen bewahren wir das erstmal kurz auf und schauen, ob der Piratensäbel überhaupt irgendwas bringt. Ich denke, die Thanatos-Keule kann auf jeden Fall. Ach ja, stimmt, das kann One-Hitten, ne? Hm. Ja, wir schauen bei beidem erstmal, was es bringt. Würde ich sagen. Haben wir noch was zum Verkaufen? Nee, ne? Ja gut, wir haben dann zwei Waffen, sobald wir uns entschieden haben, was wir behalten.